Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Hey ho Minecraft Freunde! TikTok ist ja eine Plattform, die nicht unbedingt bei allen immer so beliebt ist. Komisch, bei dem coolen Content, den es da gibt. Boom, 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 my buddy ho. Boom, 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 my buddy ho. Nein! Nein! Und wisst ihr, bei wem die vor allen Dingen überhaupt nicht beliebt ist? Bei Facebook. Die finden nämlich gar nicht mal so geil, dass TikTok ziemlich erfolgreich ist. Im Gegensatz zu Facebook. Bei TikTok sieht der Trend der Nutzer aktuell nämlich so aus. Und bei Facebook leider eher so in Richtung unten. Komisch, bei dem coolen Content, den man auf Facebook so finden kann. Gestern habe ich meiner Frau mal so richtig die Meinung gesagt. Und was hast du erreicht? Mit Mühe und Not die Tür. Es gibt also für Facebook ein kleines Problem. Aber die hatten eine geniale Idee. Nicht jetzt unbedingt die eigene Plattform besser machen. Das ist ziemlich aufwendig und anstrengend und man muss sich damit auseinandersetzen, dass so viel falsch läuft. Nein, die anderen einfach schlechter machen. Und deshalb haben sie sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen und dafür gesorgt. Meta hat ein TikTok-Problem. Der Facebook-Mutterkonzern hat eine Agentur damit beauftragt, eine Schmutzkampagne gegen TikTok zu starten. Der Mitbewerber sollte als Gefahr für Kinder dargestellt werden. The biggest social media company in the world trying to take down one of its biggest competitors. Und ich glaube, das Kampagnenziel bei dieser ganzen Sache war relativ klar. Der Traum wäre es, Geschichten mit Schlagzeilen wie von Tänzern zu Gefahr zu bekommen, sagte ein Kampagnenleiter. Facebook wollte also dafür sorgen, dass Menschen TikTok mit einer Gefahr für Kinder in Verbindung bringen. Klingt jetzt nicht nach der feinen Art? Dafür wurde die Agentur Targeted Victory beauftragt. Schon ein netter Name einfach. Und die hatten verschiedene Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel Beiträge und Leserbriefe in regionalen Nachrichtenagentur bringen. Falls ihr also irgendwo in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen negative Beiträge über TikTok gesehen habt, kann das sein, weil Facebook das wollte. Und eine dieser Methoden, die sich diese Agentur ausgedacht hat, war, Trends, die sehr gefährlich sind, so darzustellen, als kämen die von TikTok. Zum Beispiel der Trend, dass Schüler in ihrer Schule Vandalismus begehen für TikTok-Likes. Ja, das kommt mir ja irgendwie bekannt vor. Ich kenne wirklich keinen, der darauf reingefallen ist. Oh, ein Eigentor! Diese ganzen Nachrichten wurden von Facebook verbreitet, um TikTok schlecht zu machen. Und das Absurdere daran ist, dass dieser Trend tatsächlich eigentlich auf Facebook gestartet ist. Ich erkenne hier vielleicht ein Problem. Nicht nur, dass sie sagen, ah, guck mal, die da vorne, das ist gefährlich. Das ist bei denen selber zu Hause passiert. Auch der Trend, dass Schüler für TikTok-Likes Lehrer schlagen, auch auf Facebook eigentlich entstanden. Respekt auf jeden Fall, so viel muss man sich erstmal trauen. Diese Kampagne ging dann noch weiter, da sollten dann zum Beispiel Briefe von angeblich besorgten Eltern auftauchen, die ja sagen, oh, TikTok ist so schlimm, meine Kinder, Vorsicht. Und man wollte politische Reporter und Politiker anwerben, die TikTok verleumden. Auch wurden Briefe angeblich besorgter Eltern an Zeitungen geschickt und politische Reporterinnen und Lokalpolitikerinnen angeworben, den größten Konkurrenten zu verleumden. Taktiken, die in der amerikanischen Politik schon lange gang und gäbe sind, sind nun also auch in der Welt der Technologiekonzerne angekommen. Wisst ihr, wie man sowas nennt, Kinder? Korruption. Politiker bestechen, damit sie schlecht über einen wirtschaftlichen Konkurrenten reden. Okay. Lokale Agenten, die wiederum mit Targeted Victory zusammenarbeiten, wurden beauftragt, diese angeblichen TikTok-Trends in ihren eigenen Märkten zu verbreiten, um Druck auf die Gesetzgeber auszuüben, damit diese handeln. Oh Gott, oh Gott. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als politische Einflussnahme durch sehr, sehr viel Geld von großen Milliarden-Dollar-Konzernen, die alle unsere Daten haben. Ja, nee, dann fällt mir einfach nichts Cooleres ein. Die gehen also zu einem Politiker hin, geben dem ganz viel Geld und sagen, red mal Scheiße über die und sorg mal dafür, dass die mit Gesetzen richtig gefickt werden. Und das ist nicht unbedingt was Neues bei Facebook. Die haben einfach schon Erfahrung in der ganzen Sache. Denn vor ungefähr 11 Jahren haben sie das Gleiche schon mit Google gemacht. Facebook schlittert ins PR-Desaster. Facebook beauftragt eine Agentur, um kritische Medienberichte über Google zu lancieren. Die Undercover-Meinungsmache flog auf. Für Facebook wird der Fall zum PR-Desaster. Also, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Wie gesagt, coole Methode, anstatt sich selber zu verbessern, einfach die anderen schlecht zu machen. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht einiges zu verbessern bei Facebook. Aber die haben halt ein ganz großes Problem, weil Facebook und Instagram langsam immer weiter an Bedeutung verlieren. Weil die coolen Kids halt lieber auf TikTok abhängen wollen und sich nicht mit den Querdenker-Freunden ihrer Eltern über Diesel und Greta Thunberg streiten wollen. Ich
der sein Facebook-Konto vor einigen Jahren gelöscht hat, hat festgestellt, dass das ein sehr guter Schritt für die eigene Gesundheit ist. Aber Facebook hat gemerkt, die anderen schlecht machen, das reicht irgendwie noch nicht. Die wollen sich selber natürlich auch noch besser machen. Ziel ist also die positive Berichterstattung in lokalen Zeitungen, Radiobeiträgen und Fernsehsendungen. Falls ihr also irgendwann mal irgendwas Positives über Facebook lest, wisst ihr, wer das bezahlt hat. Hey everyone. Es klingt so unfassbar dreist und kacke. Und deshalb hat sich der Chef von dieser Agentur auch mal dazu geäußert. Da stehen ja schon viele Vorwürfe so im Raum. Es ist allgemein bekannt, dass wir seit mehreren Jahren mit Meta zusammengearbeitet haben und wir sind stolz auf die geleistete Arbeit. Ah, Schmutzkampagnen fahren für Milliarden-Dollar-Unternehmen. Einfach ein geiles System. Da kann man richtig stolz drauf sein, was man da wieder geleistet hat. Um 16.30 Uhr packt man seinen kleinen Aktenkoffer, steigt in seinen Porsche und kann wieder beruhigt nach Hause fahren. Das war übrigens nur eine Vermutung. Der kann auch irgendwie Lamborghini oder so fahren, keine Ahnung. Falls ihr übrigens wissen wollt, wer das eigentlich da ist, der sich gesagt hat, yo, Facebook, geile Idee, mache ich. Diese Agentur ist sehr nah an der politischen Partei der Republikaner in Amerika und hat für die schon einige Kampagnen in Präsidentschaftswahlen und sonstigen gemacht. Das Unternehmen wirbt auf seiner Website damit, dass es eine Perspektive von rechts der Mitte zur Lösung von Marketing-Herausforderungen bietet. Und rechts der Mitte ist meistens schon relativ rechts. Aber mit rechts hat Facebook ja generell eigentlich nicht so ein großes Problem auf ihrer Plattform. Von daher, ich bin gespannt, was dazu noch kommt. Falls ihr jetzt also was lest über Facebook, wisst ihr, woher es kommt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf TikTok chillen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.